Hier geht's weiter mit dem Besten von Pearl TV und einem Hobot-Spezial. Hobot, einer der Weltmarktführer, wenn es um Haushaltsroboter geht. Und glauben Sie mir, ich habe hier zwei Fans mit mir in der Sendung sitzen. Ich persönlich bin es aber auch. Und es geht um die Premium-Produkte. Einmal Fensterputzroboter und dann ein Rundum-Alleskönner für Boden oder auch Hartböden oder auch Teppichböden, der Ihnen die Zeit gibt, um sich selbst zu verwirklichen. Weil wie ist es denn oftmals? Man ist 8 Stunden bei der Arbeit, insgesamt vielleicht sogar 10 Stunden weg mit Fahrt, mit Mittagspause. Und dann kommt man heim und muss noch lästige, wirklich lästige Hausarbeit verrichten. Das brauchen Sie nicht mehr, lassen Sie sich helfen. Und übrigens, die lästigste Hausarbeit laut Umfragen ist und bleibt immer noch das Fensterputzen. Und da kommen wir zum ersten Helfer von Hobot. Und das ist die neueste Generation, die Generation 2024. Ja, die neueste Innovation, eine Revolution im Bereich der Fensterputzroboter. Aber auch bei dem anderen Produkt, was ich Ihnen in dieser Sendung mitgebracht habe, handelt es sich in der Sparte um das neueste und aktuellste Produkt. Also wir haben in dieser Sendung wirklich das Beste vom Besten und wir haben uns gerade eben schon darüber ausgetauscht, dass wir richtige Hobot-Fans sind, weil ich liebe es, dass wir Roboter haben können, die jetzt nicht unbedingt so aussehen, wie ich Roboter früher immer gesehen habe in so Zeichentrickfilmen, aber die eben genau das können, was sich doch so viele Menschen sehen, wonach sich so viele Menschen sehen, nämlich einfach diese leidigen Themen einfach mal abzugeben, mal ad acta zu legen. Du sagst, das Fensterputzen gehört dazu und Sie haben gesehen, unser Roboter macht das sehr zuverlässig. Und gerade dieses Modell macht das auch grandios und zwar richtig genau. Sie sehen, wie der hier richtig schrubbt. Da sehen Sie die Bewegungen da, dieser zwei Wischpads, die gegeneinander laufen, da wird richtig poliert. Das sind Mikrofaserpads hier und was Sie vielleicht nur im Ansatz sehen konnten, ist, dass der wirklich das komplette Programm macht in einem Arbeitsschritt. Das heißt, er benetzt die Fensterfläche mit Reinigungsmittellösung, ist auch im Lieferumfang mit enthalten, bevor dann mit dem Mikrofaserpad drüber poliert. Und dann gibt es noch einen dritten Schritt, den sehen wir überhaupt gar nicht. Der neutralisiert die statische Elektrizität, die jedes Fenster ja eben hat, was dafür sorgt, dass die Fenster viel schneller Staub und Schmutz wieder anziehen. Wenn wir diese Elektrizität neutralisieren, dann wird der Staub nicht mehr so angezogen und das heißt, die Fenster bleiben auch länger sauber. Wir sprechen hier jetzt nicht nur von Fenstern, das ist ja schon ein leidiges Thema genug. Wir sprechen auch von allen anderen glatten Oberflächen, die Sie in der vertikalen oder auch mal über Kopf haben könnten. Dachfenster beispielsweise, Duschkabinen beispielsweise, sämtliche anderen Glasflächen, die Sie noch zu Hause haben, vielleicht auch mal gefliesste Flächen. Wir haben hier einen Drucksensor mit verbaut, der dafür sorgt, dass wir hier kleinere Unebenheiten ausgleichen können. Wir haben Lasersensoren mit verbaut, sodass wirklich auch rahmenlose Flächen gar kein Problem sind. Oder wenn Sie, bleiben wir mal bei den Fliesen, so eine gefließte Fläche haben, die in Tapete übergeht. Alles gar kein Problem. Sie sehen hier und Sie bekommen diese Einblicke in die Technik. Das ist ausgeklügelt, was da an Technik drinsteckt, sodass all diese Oberflächen in Ihrem Zuhause in Zukunft professionell gereinigt werden können. Sehen Sie das? Das sind gerade diese Lasersensoren, von denen ich Ihnen erzählt habe. Also das Beste vom Besten, was Hobot hier zustande bringen konnte, steckt in diesem Gerät drin. Es ist fantastisch, vor allem, weil Sie jetzt mal wirklich einen Schritt weiter denken können. Es geht jetzt nicht mehr darum, zweimal im Jahr Fenster zu putzen, was für mich schon ein Horror genug war, auch wenn es nur zweimal im Jahr war. Sie haben hier die Möglichkeit, wenn es so einfach ist, wirklich immer tagesaktuell, wenn hier mal wieder die Fenster beschmiert worden sind, den Fensterputzroboter immer dann anzusetzen, wenn Sie gerade merken, oh, da sehe ich aber gerade ein bisschen Schmutz. Ist ja gar kein Problem, ist nur noch ein Fingerdruck entfernt, dass Sie hier richtig tolle, spiegelglatte Ergebnisse bekommen. Wenn man sich in den Fensterflächen spiegeln kann, dann weiß man, alles richtig gelaufen. Ich habe alles richtig gemacht, indem ich hier in einen Fensterputzroboter beziehungsweise in den neuesten Fensterputzroboter, den Hobot S6 Pro, investiert habe. Ja, und es ist ja nicht nur lästig Hausarbeit, obwohl ich weiß, du bist eigentlich Fan von Fensterputzen, aber so ist es doch noch sympathischer, als das selber zu machen, oder? Also ich mochte früher Fensterputzen, aber das ist ja auch ein anderes Fensterputzen, als unser Hobot es kann, weil ich kann nicht mit 600 Reinigungsbewegungen pro Minute meine Fensterscheibe sauber machen, das kriege ich ganz sicher nicht hin.
Und es ist auch ein anderes Fensterputzen, wenn man das mal eben so wischiwaschi schnell macht. Und hier unser Hobart S6 reinigt ja die Fenster, würde ich mal sagen, wie ein professioneller Fensterputzer, der einfach mal eben kurz vor meiner Tür steht. Klar, diesen einmal im Jahr, zweimal im Jahr Frühjahrsputz, wo man die Fenster richtig schrubben muss, den müssen wir noch per Hand machen. Aber man muss nicht mehr jeden Sonntag oder jeden Samstag oder nach Feierabend an die Fensterscheiben gehen und sagen, oh, jetzt muss ich doch nochmal Fenster putzen, weil es hat gestern Abend geregnet. Der Rasensprenger ist gegen die Fensterscheibe gekommen, das kenne ich von mir. Wenn der Rasensprenger an war und danach das Fenster einmal beregnet wurde, sieht es aus wie Sau. Und keiner hat Lust, dann mal eben einfach zu sagen, oh, jetzt muss ich schon wieder Fenster putzen. Aber jetzt ist Fensterputzen nicht nur lästig, Rebecca, es könnte auch gefährlich werden. Ich spreche jetzt für meine Generation. So, wenn man mal nicht mehr 30 ist, dann steigt man nicht so gern auf Leitern oder Stühle, wie man das früher mit 30 oder mit 20 gemacht hat. Ja. Und die meisten Unfälle passieren eben noch im Haushalt. Viele davon bei Stürzen, zum Beispiel beim Fensterputzen. Und diesem Risiko muss ich mich hier eben auch nicht mehr aussetzen. Ja. Du, ich schon mit meinen 30, ja okay, gebe ich zu, 31 Jahren. Selbst ich habe schon Kreislaufprobleme beim Fensterputzen, gerade jetzt im Sommer. Und wo du jetzt gerade darüber gesprochen hast, dass es durchaus mal gefährlich werden kann, da denke ich zum Beispiel an Dachfenster, da denke ich an feststehende Fenster, die sie gar nicht öffnen können, wo sie sich irgendwie ums Eck kraxeln müssen oder nach unten beugen müssen. Und ich denke da an ein weiteres Anwendungsgebiet, Solarpaneele. Da müssen sie ja teilweise zum Beispiel aufs Garagendach oder ich weiß nicht, wo ihre Solarpaneele stehen, hier zum Beispiel an einem Fenstergeländer. Auch da ist dieser Fensterputzroboter genial dafür, weil sie diese Flächen einfach sauber halten können. Und da geht es übrigens nicht nur um Optik, sondern da geht es auch um die Effektivität ihrer Solarpanel, denn die haben einen Verlust von bis zu 15%, wenn sie die nicht regelmäßig reinigen. Also auch da ein absoluter Tipp an dieser Stelle. Und unser Hobart S6 ist eben auch einfach ein feines Kerlchen, weil der hält mit Unterdruck. Das bedeutet auch an Schrägen, an Dachfenstern oder zum Beispiel auch Wintergärten würden mir da einfallen. Wintergärten, die komplett aus Glas bestehen, die müssen eben auch mal von oben, also die müssen auch mal von außen geputzt werden. Weil man kann nicht immer nur da putzen, wo man rankommt. Also unglaublich viele Anwendungsbereiche und es ist einfach wirklich ein stiller und sehr effektiver Helfer. Ja. Unseren Hobart S6, ich sage immer Sport 6, weil er ist einfach ein Sportsfreund, können Sie bestellen mit der ZX7563 und der 569. Und wir kommen weiter zu dem Konzentrat, was wir für den brauchen, weil er muss eben auch befüllt werden. Er braucht, ich sag mal, Benzin, um richtig funktionieren zu können. Und da haben wir auch noch was für Sie. Genau, am besten direkt mitbestellen den entsprechenden Glasreiniger. Das ist ein Glasreinigerkonzentrat, 500 Milliliter, was Sie dann auch entsprechend verdünnt nutzen können. Und dann kommen hier wirklich viele Liter raus, 5,5 Liter, um genau zu sein, mit denen Sie reinigen können. Also es ist hochergiebig, ist übrigens umweltfreundlich, also zu 100% biologisch abbaubar. Und was ich immer sehr schön finde, dieser Glasreiniger ist speziell dafür konzipiert worden, streifenfreie Ergebnisse zu erzeugen. Und das war für mich immer die Herausforderung. Ja. Ja, und der Preis wirklich erschwinglich, 5,69 Euro für die 500 Milliliter. Die Bestellnummer ist die PV8696 und die 569. Und wenn Sie jetzt aber auch Solarflächen, also Photovoltaikanlagen, damit reinigen wollen, sollten Sie unbedingt Spezialreinigungsmittel nehmen. Ich vergleiche das immer mit der Brille. Mein Optiker sagt immer, auf gar keinen Fall normalen Glasreiniger, um die Brille zu putzen. Und so ist es auch bei Solaranlagen. Da sollte man spezielles Reinigungsmaterial haben. Aber genau das hast du uns jetzt auch mitgebracht. Genau, Sie sehen schon an dem Etikett vorne, es ist genau dafür konzipiert worden. Warum? Weil wir hier eben hochempfindliche Oberflächen haben. Dementsprechend ist das hier auch besonders schonend. Für solche Oberflächen können Sie nämlich auch darüber hinaus auch fernab von Solaranlagen oder Solarpaneelen nutzen. Eine gute Vorratspackung haben Sie hier mit einem Liter, können Sie pur nutzen, können Sie aber auch verdünnen, dann kriegen Sie da bis zu 20 Liter Reinigungslösung raus, können Sie auch einfüllen in Ihrem Fensterputzroboter, damit Sie auch da perfekte Ergebnisse bekommen. Und wie Rebecca das schon gesagt hat, das Solarpanel verliert auch einfach an Wirkung. Die Energieerzeugung wird vermindert, wenn sie nicht richtig sauber sind. Und hier einfach einfüllen, den kleinen Freund draufsetzen und Sie haben ein wunderschönes Ergebnis mit der PV9355 und der 569. Fensterputzen, haben wir ja gesagt, ist schon lästig. Man möchte es nicht unbedingt machen, es kostet viel, viel Zeit. Aber genauso ist das Reinigen des Bodens genauso zeitintensiv. Und es gibt doch nichts Schöneres,
als ein Boden, von dem man am besten essen könnte. Ein strahlend sauberer Boden. Aber erst saugen, dann wischen, das kann alles schon so 2-3 Stunden in Anspruch nehmen. Und da hat Robert auch etwas Unglaubliches konzipiert, der ihn eben genau das abnimmt. Und den zeigen wir einfach heute mal, was der alles kann. Und er kann sehr, sehr viel, das kann ich Ihnen versprechen. Es ist ein Duo, muss man sagen. Und da sehen Sie das Duo schon einsatzbereit. Das ist der Knaller. Also hier hat Robert echt nochmal weitergedacht und hat sich überlegt, wir machen jetzt nicht nur einen Saug- und Wischroboter, die schon super funktionieren zusammen, sondern wir machen jetzt auch noch mal eine Waschstraße mit dazu sozusagen. Und du warst eben gerade beim Autokontext, Sportsfreund, also ich habe da schon, und Benzin hattest du schon gesagt, das ist die Waschanlage jetzt hier für unseren Haushaltsroboter, der die Böden saugt und wischt. Da sind nämlich noch mal Wassertanks mit drin, sodass er sich hier selber auflädt sozusagen mit dem Benzin. Komm, ich zeig Ihnen mal. Ich gehe mal kurz hin, bevor ich den starte. Und dann schauen Sie mal hier. Ich habe hier einen Schmutzwassertank. Oh ja, da ist schon einiges drin. Und ich habe hier auch noch einen Frischwassertank. Das heißt, er versorgt sich hier selber mit Wasser, damit er jederzeit los kann, wann auch immer Sie ihm sagen, dass er los soll. Sie haben eine kostenfreie App, die jetzt hier mit dabei ist. Das heißt, Sie können das so einstellen, dass er zum Beispiel jeden Tag um 8 Uhr morgens einmal die komplette Bude wischen und saugen soll. Oder zweimal täglich, auch kein Problem. Der motzt nicht und meckert nicht, der macht das, der ist genau dafür da. Und Sie können ganz genau auch sagen, wenn Sie jetzt gerade zum Beispiel hier so ein bisschen Krümeln sehen im Wohnzimmer, sagen Sie ihm ganz einfach, reinige das Wohnzimmer. Wie geht das? Ich habe Ihnen diese App mal gezeigt. Der scannt im ersten Schritt, wenn Sie den nach Hause bekommen, Ihre ganze Wohnung. Unser Studio wäre jetzt viel zu groß. Sie sehen, der hat hier angefangen noch zu scannen, aber ist da nicht fertig geworden. Diese Fläche, die möchte ich ihm auch nicht antun. Aber ich habe das hier mal so ein bisschen begrenzt und ich drücke jetzt hier einfach auf Start und dann schauen Sie gleich auf den Roboter. Der geht nämlich direkt los und startet seinen Reinigungsvorgang. Jetzt erstmal aus der Waschstraße raus, wäre schon mal der erste gute Schritt. Und dann scannt er sich nochmal hier durch und orientiert sich. Und dann geht's los. Also es ist wirklich so einfach, so genial und so eine Erleichterung. Das ist Hightech pur zu Hause. So funktioniert das heutzutage, die Wohnung zu sauber zu halten. Und ich liebe es. Ich habe ja auch einen nicht nur Fensterputzroboter, sondern auch einen Saugroboter zu Hause. Ich kenne viele, die wirklich täglich saugen. Ja? Und da geht eine halbe Stunde Lebenszeit jeden Tag flöten. Und wenn dann ein, zweimal in der Woche noch durchgewischt wird, ist das natürlich auch noch mal Zeit, die flöten geht. Ich glaube, hier mit einmal alle 30 Tage das Gerät wieder in Ordnung bringen, ist das ein Zeitaufwand, der absolut überschaubar ist. Und jetzt macht alles andere dieser Roboter. Und ich finde das wirklich genial. Ich hatte früher übrigens mit meiner Frau auch immer die Riesendiskussionen. Wir Männer sagen ja häufig, einmal in der Woche saugen reicht vollkommen aus. Die Frauenwelt sagt häufig mindestens einmal am Tag. Ja. Da gibt es schon mal Diskussionen. Aber ich glaube, diese Diskussionen hören auf mit diesem Saugwischroboter mit der Reinigungsstation. Also ich finde es genial. Ich verstehe auch, warum ihr zwei so Fans von diesem Gerät seid. Ja, absolut. Vor allem, weil der so viel besser ist als alles, was ich bisher an Haushaltsrobotern ausprobiert habe auch. Also gerade Saugrobotern, weil der kennt keine Kompromisse mehr. Also wie viele Kompromisse ich eingehen musste mit meinem ersten Modell, das haben wir hier alles nicht. Deswegen rate ich Ihnen auch immer zu diesem Modell, auch wenn Sie sich gerade neu ausprobieren im Bereich der Haushaltsroboter. Hier haben Sie wirklich keine Hindernisse mehr. Sie haben es gesehen, so ein großer, hochfloriger Teppich war für meinen ersten Saugroboter ein Riesenhindernis. Hat er nicht hinbekommen. Der kriegt das hin. Hindernisse von 2 Zentimeter Höhe, zum Beispiel mal so ein Türabsatz, kein Problem für den, nimmt er ohne weiteres. Und gerade diese Kombination mit dieser Waschstraße, hier, da sehen Sie es, da wird nämlich auch das Wischpad gewaschen und gereinigt. Das ist einfach nur fantastisch und genial. Also wirklich ein sehr, sehr ausgeklügeltes System hier. Und ich habe ja die Evolution so ein bisschen mitgemacht an Saug- und Wischrobotern. Bei Wischrobotern war das ganz oft so, dass du am Anfang wirklich nur so ein Wischiwaschi-Ergebnis hast. Hier, da haben wir dasselbe Prinzip wie beim Fensterputzroboter. Der schrubbt und wischt richtig gut mit einem richtig tollen Druck auch. Und der kommt in jede Ecke rein. Da siehst du es auch mal so, diese Kanten in der Küche beispielsweise. Gar kein Problem. Da sehen wir übrigens dieses Navigationssystem, womit er sich durch die Wohnung navigiert.
Das ist sogenannte LiDAR-Sensortechnologie. Der ermöglicht es ihm auch, solche Hindernisse zu umfahren oder auch einen ganzen Grundriss ihrer Wohnung herzustellen, damit sie eben dem sagen können, hier bitte das Schlafzimmer einmal reinigen, während sie auf dem Balkon es sich gut gehen lassen. Also wirklich herrlich. Und das ist auch so ein Hindernis, hier so ein Absatz von einem Stuhl, dass da machen viele Roboter einfach schlapp, aber der nicht, der macht den auch noch mit sauber und passt sein Programm entsprechend an. Wenn der gleich wieder auf den Teppich kommt, werden Sie sehen, der wird dort auch nicht mehr wischen. Jetzt wischt er noch und jetzt hebt er gleich das Wischpad an, wenn er nochmal auf den Teppich geht. Ja, haben Sie das gesehen? Der ist jetzt wieder in den puren Saugmodus reingegangen und bis ins letzte Eck arbeitet der sich hier vor. Sie werden es gleich sehen, der wird von selber auch schon wieder nach vorne kommen gleich, wenn er der Meinung ist, dass er diese Stelle komplett gereinigt hat. Und wir sitzen hier so lässig. Ja. Wir lassen es uns gut gehen, können uns unterhalten, während der unseren Boden wischt und saugt. Und das einfach richtig zuverlässig. Das liebe ich an diesem Modell. Das ist für mich das Top-Modell. Ich habe kein besseres Modell bisher gesehen. Also das Wischen und Saugen wäre ja schon eine Riesenerleichterung. Aber dass der sich auch noch selber reinigt und wieder mit Frischwasser versorgt und auch den Müll entsorgt in der Reinigungsstation, das ist für mich nochmal ein Quantensprung. Und man sagt hier so circa einmal in 30 Tagen Frischwasser auffüllen, altes Schmutzwasser ausleeren und den Behälter leeren. Und ich glaube, das kann man zumuten, so 5 Minuten in 30 Tagen Hausarbeit, das ist im erträglichen Rahmen. Ich finde ja, dass die Basis, in denen er dann reinfährt, nachdem er sein Soll getan hat, einfach unglaublich ist, weil die Wassertanks werden gefüllt oder der Wassertank wird gefüllt, das Wischtuch wird gereinigt und getrocknet und der Akku wird vollgeladen. Das ist, sage ich mal, wie als ob ich mein Auto in die Inspektion gebe. Ja. Ich gebe es rein und ich kriege es perfekt zurück. Und diese Basis macht einfach alles, was man sonst selber machen müsste. So, und wir haben auch noch einen riesen Preisvorteil. Wir schauen mal kurz auf pearl.de. Ich kann Ihnen sagen, die unverbindliche Preisempfehlung von Hobart liegt bei 1.500 Euro. Wir haben hier bei pearl.de schon einen super günstigen Preishit mit 710 Euro knapp. Ihr TV-Sonderpreis 649,99 Euro. Und glauben Sie mir, das ist Geld, das sich lohnt. Das ist eine Investition in die Zukunft. Ja, kommt absolut. Natürlich Porto und Versandkosten frei zu Ihnen. Und die Bestellnummer ist die ZX7437 und die 569. Aber auch hier haben wir natürlich spezielle Reinigungslösungen für Hartböden, die genau konzipiert sind auf unseren D8, also auf diesen Reinigungsroboter. Und den kann man jetzt auch noch für wenig Geld mit dazu bestellen. Genau, machen Sie das gerne, weil wir haben ja hier nur die TV-Sonderpreise für Sie. Das gilt auch fürs Zubehör. Und da können Sie noch mal bessere Reinigungsergebnisse mit erzielen, wenn er eben nicht nur mit purem Wasser arbeitet, sondern auch mit entsprechender Reinigungsmittellösung. Und die haben Sie hier einfach mit in den Behälter, in den Wasserbehälter reintun, in der Lulu, so heißt die Waschstation hier, das ist Leggy übrigens, in die Lulu einfüllen und dann betankt sich Leggy hier dann selber mit der Reinigungslösung. Das ist nochmal ein Tipp, wenn Sie nochmal bessere Ergebnisse haben wollen. Das ist auch einfach ein Konzentrat, super günstig, super ergiebig. Kann man in jeden Roboter machen, aber ich glaube, ich werde Ihnen sagen, die Lulu wird es Ihnen danken, wenn Sie das noch mit dazu bestellen. Die Reinigungslösung können Sie bestellen mit der ZX7338 und der 569. Und ich muss ehrlich sagen, das sind alles so Helfer, die hätte man gerne schon früher gehabt. Und wenn Sie noch keine haben, dann rate ich Ihnen wirklich, sich darüber mal Gedanken zu machen, weil diese Zeit, die Sie einfach sparen, wenn Sie nicht saugen müssen, wischen müssen, das Wischwasser wegkippen, den Eimer vom Wischwasser säubern. Ich kenne das ja selber, das ist alles immer so ein Rattenschwanz. Da muss man das Wischtuch waschen. Das ist so viel Zeit, so viel Lebenszeit, die man so wie wir hier zum Beispiel auf der Couch nutzen könnte. So ein schöner Fernsehabend oder wenn man arbeitet, dann macht die Lulu alles für einen. Man kommt zurück in ein glänzendes Heim, dann nur noch den Fensterroboter ansetzen. Dann hat man noch saubere Fenster und es gibt doch nichts Schöneres als ein strahlendes und sauberes Eigenheim, in dem man sich super wohlfühlt. Und genau das können Sie mit unseren Helfern machen. Und ich bin wirklich zufrieden mit dem, was wir hier zeigen. Es ist wirklich unglaublich, was Hobart uns allein hier für eine Technik zeigt. Lassen Sie sich einfach mal selber oder überzeugen Sie sich selbst und bestellen Sie unsere Helfer.